Na bitte. Da sind wir. Mir ist heiß, Otti. Ach, Otti, hast du eigentlich Level? 2. Otti ist bei 700% Schaden. Nice, läuft. Mit Otti kann ich eigentlich die Map alleine clearen. So. Plan heute. Höhlen. Und Artefakte. Insgesamt gibt es 10 Artefakte auf dieser Map. Wir brauchen alle 10 irgendwann, wenn wir alle 3 Bossstufen machen wollen. Also Gamma, Beta, Alpha. Es gibt 2 große Höhlen oder größere Höhlensysteme. In dem einen Höhlensystem sind 3 Artefakte, in dem anderen Höhlensystem sind 2 Artefakte. Dann haben wir ein Artefakt, was wir jetzt, glaube ich, mal als erstes holen. Am Boden der Feuerwehrhöhle. Ach, guck mal, hier ist übrigens Mats. Mats ist unser Megatherium und Mats wollte vorhin unbedingt mit Fingerfarben malen. Ja, das haben wir jetzt davon. Ne? Er wollte es so. Ja. Mats wird heute zum Einsatz kommen, denke ich mal. Hoffe ich mal. Naja, auf jeden Fall, wir wissen, ein Artefakt ist in der Loothöhle. Ein Artefakt liegt in den White Cliffs einfach so rum. Ja, dann ein Artefakt im Wyverngram. 5 Artefakte in den beiden Höhlen macht 8. Ein Artefakt im Aberration-Gebiet. Das heißt, wir müssen uns erst auch mal irgendwann jetzt demnächst in Aberration einrichten entsprechend. Und müssen da mal langsam durchstarten. Und das 10. Artefakt liegt in einer Höhle im Eisgebiet. Ich habe nur aktuell 0,0 Ahnung, welche Höhle das sein soll. Wir werden jetzt aber erstmal mit Franziska mal gucken, ob wir das Artefakt im Wyverngraben finden. Also beziehungsweise nicht im Graben, sondern in der Höhle unterhalb des Grabens. Und dann müssen wir uns für die... Also eine Höhle ist hier bei uns in der Nähe, wo 2 Artefakte drin sind. Ich glaube, die werden wir uns als erstes mal zu Gemüte führen. Ich habe die Höhlen selber noch nie gemacht. Ich habe wie bei allem nur immer schon mal ein paar Videos gesehen und ein paar Folgen bei ein paar YouTubern geschaut. Pipapo. Ist auch krass, dass man in der Mathe-Klausur nicht mit einem Taschenrechner rechnen darf. Ich meine, okay, wenn das halt alles ordentlich lösbar ist mit Papier und Stift. Man lernt bei uns einfach, dass die Ergebnisse zeilenlang und mit Wurzeln und Pi gespickt sind. Sachen gibt's, die hier wird ja nicht. So, und wenn wir dann schon mal in der Höhle sind, können wir gleich mal gucken. Ich werde es doch irgendwann nochmal lernen. Ich werde es doch irgendwann nochmal lernen, dass ich auch Vita-Bären mitnehme. Meine Güte. Weg mit dem faulenden Fleisch. Es hängt wirklich stark ab von der Art der Aufgaben. Ja, natürlich. Ich meine, wenn ich Taschenrechner in der Klausur verbiete, wobei wir nehmen einfach mal 1000 mit. Da muss ich natürlich auch, oder sollte ich natürlich auch, dafür sorgen oder die Klausur halt auch so stellen, dass sie halt wirklich lösbar ist. Last Remote Location. So, nur aber. Nun aber, jetzt hoffen wir einfach, dass wir an den Eiswivern halbwegs glimpflich vorbeikommen. Und dann ist das Artefakt auf jeden Fall irgendwo am Boden dieser Höhle. Oh Gott, sind hier viele. Oh shit, ich werde so geaggrot werden. Ich werde so hart geaggrot werden.
Ich hoffe einfach mal, dass die mir da vielleicht nicht reinfolgen oder so. Oder vielleicht hängen bleiben. Oder. Oder, wo geht's denn hier lang? So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das gut ist. Oh, es ist uns warm. Okay, trotz Otter. Oh, hier sind viele. Ein 15er. Ein 95er und ein Eiswürmer. Na, das wird ja ein Spaß. Hat er mich doch gefunden, die Kacksau, die Alte. Ist zum Glück nur ein 20er. Und der Strahl der Eiswürmer macht zum Glück nicht viel Schaden, sondern. Der Boden ist Lava! Sondern verlangsamt uns nur. Ein 15er haben wir hier. So. Hier drüben sitzen die Mantis. Können wir eigentlich auch mal zähmen. Ist mit Werkzeug in der Hand eigentlich ziemlich cool zum Farmen. So. Wo ist denn dieses formschöne Artefakt? Und hier sind wir jetzt super safe. Was heißt super safe? Wir sind hundertprozentig safe vor diesen Feuerstrahlen. So. Das lag hier irgendwo. Ich glaube, da hinten ist es. Ja. Und hier drin haben wir übrigens auch jede Menge. Guck mal, ein 135er Dung Beetle. Ich guck jetzt mal. Hier saß da eben noch irgendwo ein Mantis rum. In der Nähe. Ein Wyvern ist hier keiner. Wir gucken aber hier trotzdem gleich nochmal. Komme ich hier echt nicht raus? Den habe ich ja toll geparkt. So, wir könnten jetzt dem Otti Artefakte geben. Der kann mehr tragen von denen. So, na gut, es spawnt jetzt gerade eh nicht nach. Also, wenn man die das erste Mal nimmt, dann spawnen sie eigentlich instant wieder nach und danach dauert es eigentlich meist eine Weile. Ich weiß nicht, wie viel ich mitnehmen soll. Im Prinzip sind die ja kein Problem, sie zu holen. Die in den Höhlen, davon werde ich versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen. Das Artefakt hier, ihr seht es ja, das mit einem Feuerwimmern zu kriegen, ist jetzt kein großes Problem. Euch ist klar, dass ich kein Wort verstehe. Schön. Ja, nehmt mal Rücksicht auf Friendly, Mann. So. Da oben hängen die alle fest. So, wir, da oben, was bist du für einer? Ein 95er. Dann gucken wir mal weiter. Ich habe hier keine wirkliche Ahnung, wo die Nest-Locations genau sind. Also man sieht es ja, in diesen ganzen Einbuchtungen, das sind quasi die Nest-Locations. Und hier könnten theoretisch überall Nester sein. Praktisch ist hier auch. Na, Nüchen, das sah gerade so aus, als wäre hier eins. Ich sehe hier jetzt nirgendwo ein Nest. Da oben hängt ein 85er drin und ein 90er. Sagen wir, wir scheinen mit diesem 175er Ei da. Also Franziska scheint echt ein Glücksfund gewesen zu sein. Die scheinen da oben auch ein bisschen festzuhängen. Seid ihr in der Wand? Was ist denn mit euch? Ich sehe gerade selber nichts. Tut mir leid. Ich kann gleich mal ein bisschen das Gamma hochschrauben. La, 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 la. Also Schaden machen die trotzdem, ne? Auch wenn die nur in Anführungszeichen 85 und was 90 sind oder so. Der aufregendste Kampf aller Zeiten. Jetzt stirbt doch. So.
Wir machen mal. Na, das hat jetzt auch nicht wirklich irgendwas gebracht. Okay. Feuerkralle. Ich weiß gar nicht, ob wir die brauchen. Die Pfeile nehme ich mal kurz mit. Wir nehmen uns die Vita-Bären mit. Den Schwefel. Ja, komm. Ach, normales Fleisch geben die ja gar nicht. Ach, dann alles weg. Dann alles weg. Paar Vita-Bären in den Hals. Wie warm ist es so in der Höhle? Wir gucken gleich mal. Wenn Franziska geheilt ist. Ach ja, ich und meinen Namen. Wir haben. Oh, hier oben sind es gerade nur 28 Grad. Dürfte ich? Danke. Super entspannt. Hier unten wird es wahrscheinlich ein bisschen wärmer werden. 50. Selbst mit Otter Schwitzeronkel hier ein bisschen. Da sitzt noch ein 95er. Ich versuche hier mal zumindest ein bisschen aufzuräumen und ein paar oder dem Spiel die Chance zu geben, ein paar stärkere Wyvern nachzuspawnen. Na komm, noch zweimal. So. Ich weiß gar nicht, ob wir die Feuerkrallen als Tribut brauchen. I don't know. So, jetzt hat er wenigstens mal ein bisschen Fleisch. Und ein bisschen Leben mehr. So, ich bin dann ab jetzt wieder im Lurk. Viel Spaß im Lurk. Hallo Nil. Ja, die halten schon ein bisschen länger im Wyvern, deswegen werde ich das wahrscheinlich so beibehalten und die immer wieder rüber schieben, dass sie einfach ein bisschen länger halten. So, da hinten sind wir hergekommen, oder? Oder wie oder was? Ich glaube hier oben. Das ist der 175er. Das ist Franziskas Papa. Der Franz. Jetzt weiß ich, dass es hier noch einen anderen Gang gibt, Weg gibt. Ein 160er aggrot uns hier gerade. Darf er auch. Darf er gerne tun. Wir müssen immer einen Blick auf unsere Gesundheit haben hier, weil wir es hier drin nun aktuell uns ein bisschen warm ist. Deswegen snacken wir jetzt kurz den 160er weg. Boah, der hat einen mega Ausdauerwert. Holy shit. Können wir leider nicht züchten. Also ich könnte eine Mod installieren, mit denen wir auch die normalen Wyvern züchten können und nicht nur die Crystal Wyvern. Aber die Wyvern sind eigentlich auch ungezüchtet. Tschüss. Mega, mega stark. Oder stark genug. Stark genug auf jeden Fall. Mega stark. Hier unten flatterte doch gerade noch einer. Wo ist er denn? Ist das du da hinten? Ein 20er, okay. Tja, wirklich viele Nester haben wir hier leider nicht bis jetzt gehabt. Meine Fresse, oh, die Wyvern zu manövrieren. Das ist halt echt. Oh, hier ist eins. Das doch muss doch dann das 160. Pass mal auf, das nehmen wir mal mit. Als Spare Egg quasi, falls Franziska was passiert. Und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt aggroen wir wahrscheinlich auch den 175er. Franziska, du musst jetzt, glaube ich, deinen Papa töten. Ja.
Nee, das ist nicht Franziskas Bruder. Er hat 41 im Gewicht. Das hat Franziska aber nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. La 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 la. Unser Leben geht gar nicht so stark runter und scheint nicht so super mega krass heiß zu sein. Wobei das auch eher bei Kälte ist. Muss ich mal ganz kurz gucken. Nee, das war nicht der Papa von der Franzi. Okay. Vielleicht hat der ja noch irgendwo anders ein. Vielleicht hat der noch ein andere, woanders ein Ei gedroppt. Der ist ja die ganze Zeit. Allerdings ist der die ganze Zeit hier oben rumgehampelt. Wo halt keine Nestspots sind. Und die haben eine gewisse Reichweite, die wir wollen quasi, in der die Möglichkeit besteht, dass sie in leeren Nestspot eben, ja, dass da ein Nest spawnt und sie ihr Ei da reinlegen. So läuft das mit den Spawns. Und wenn die Wyvern natürlich die ganze Zeit irgendwo rumhampeln, wo kein Nest in der Nähe ist, dann können wir da lange warten. Dann passiert da auch nichts. Oh, hier ist aber noch ein bisschen Aktion. Was sehe ich da? Ein 20er, ein 85er, ein 25er. Nur niedriges Gedöns. Was bist du denn? Eine Atroplora. 165er. Was haben wir denn hier unten für ein Ei? Ein 20er. Nun lande. Stellt sich für mich die Frage. Aggro ich über das Ei alle 85er. Voll synchron. Synchron-Wivern. Der auch da oben 45er. Ja, das ist jetzt die große Frage. Wir pushen unser Leben noch mal ein bisschen. Jetzt habe ich ein Käffchen und bin auch mal da. Und ich habe gerade die zweite komischste Werbung von dem Stream gehabt. Vor dem Streamer. Welche denn? Irgendeine Amazon Prime-Serie über Japan, wo sich ein Typ den Sumo-Ringer. Ach ja, die sehe ich auch. Das ist so ein Typ aus. Ach, was weiß ich von. Von irgendeiner Autosendung hier. Top Speed. Ach, was weiß ich, wie das heißt. Auf jeden Fall habe ich die Vorschau auch schon gesehen und es ist super weird. Da gebe ich dir völlig recht. Ach, guck mal, diese Antwortfunktion, die ist neu, ne? Und auch ein bisschen cool. Ich weiß nicht, ob ihr das im Chat genauso seht wie ich, dass Leo da quasi Witcher geantwortet hat. Dass da drüber quasi die. Holy shit. Keine Ahnung, wie viel das sind. Da ist ein 180er dabei. Da ist ein 180er dabei. Jetzt drücke ich halt die Daumen, dass der 180er hier ein Ei gelegt hat. Und dass der 165er hier gleich mal krepiert. Bitte. Kiss. Heiliger. Hier fliegen aber noch ein paar. Denn ich meine, nicht, dass mich das stören würde. So, der letzte holt jetzt nochmal Schwung und ist ein 25er. Hui, dann haben wir hier aber ausgedünnt. Heiliger Bimbam.
So, jetzt komm. Dein Ernst? So. Die nehmen wir mit. Haben wir denn vielleicht ein bisschen Prime Meat? Ist das denn möglich? 400 Schwefel, das schickt. Da kommen ein paar Pfeile, nehme ich noch mit. Für Unterwassergetäme später. Da muss ich die nicht bauen, auch wenn die jetzt nicht super viel kosten. Aber hey. So, hier. Franziska. Lecker Bärchen. James May. Ja, ich glaube, dieser. Ja, ich glaube. Der Name sagt mir zumindest so gerade irgendwie was. Wahrscheinlich ist er das. Keine Ahnung. Eigentlich habe ich keine Ahnung. Eigentlich habe ich nie Ahnung von irgendwas. So. Ah ne, die wollte ich ja wibbern lassen. So, dann sind wir jetzt auch hier schon mal bei 15.000 Leben. Das ist doch ganz schön. So, und jetzt suchen wir nach dem 180er Ei. Beziehungsweise wir hoffen überhaupt, dass ein 180er Ei existiert. Ein 50er Wyvern existiert auf jeden Fall hier mal. Hier sind halt leider nicht so viele Nester. Dafür waren hier einfach super viele Wyvern. Blöde Kombination. Die müssten eigentlich alle am liebsten da vorne irgendwo rumflattern. Weil hier ist ein Nestspot, der ist halt leer. Hier unten sind halt gar keine. Das ist halt schon traurig jetzt gerade. Aber das ist immer das Risiko, was man eingeht, wenn man hier einmal clearen will. Dass man eben auch mal das ein oder andere High-Level-Tier aggrot. Und dann kannst du nicht mehr unterscheiden. Das kannst du dann nicht verhindern. Da ist es dann einfach nur noch draufhauen. Alle Wyvern killen. Und hoffen, dass die Hochleveligen halt Eier gelegt haben. Oder dass eben hochlevelige Eier gespawnt sind. Was in diesem Fall nicht so ist, das ist äußerst schade. Aber hey, wir haben, was haben wir denn? Wir haben immerhin ein 160er Ei. Und irgendein Low Ei, was ich jetzt mal esse, weil ich ein Hümerchen habe. Und dann trinken wir mal was. Sonst wird hier gleich wieder rumgemeckert und rumgeschrien, dass er Durst hat. Gut, ich weiß gar nicht, wo wir hier jetzt rauskommen. Wo kommen wir hier raus? Wo kommen wir hier raus? Auf der anderen Seite vom Graben? Ich glaube ja, ne? Jo. Also an beiden Seiten vom Graben geht's quasi in die Feuerwivernhöhle. Wir porten uns zurück nach Hause. Kannst du in der Dino-Suchmod auch nach Eiern suchen? Ich glaube nicht. Du kannst halt nach den Wyvern suchen und kannst gucken, was gespawnt ist. Das geht. Ich glaube aber explizit nach Eiern, / Nestern, kannst du, glaube ich, nicht suchen. So, dann nehmen wir dich noch mit. Nö, heilen brauchen wir dich nicht. Das passiert jetzt von selbst. Und der Rest kann gedroppt werden. So. Hätten wir doch schon mal das eine. Otti. Jetzt gibst du mir mal ein Artefakt nach dem anderen. Wo habe ich denn die gelagert? Artefakte und Trophäen. Das sieht gut aus. Ich muss die jetzt leider einzeln ziehen, weil ich darf nur ein Artefakt im Inventar haben. Nur der Otter darf. Ich weiß noch nicht mal, ob es gewollt ist oder nicht. Er darf ja so viel tragen, wie er kann, quasi. Bis sein Gewicht versagt. Warte mal, die Krallen können wir noch eben schnell hier reinmachen. Schwefel, ja, das reicht erstmal. Dicke. So.
Höhle. Jetzt muss ich viel Zeug mitnehmen. Wir brauchen eine Armbrust. Wir brauchen zur Sicherheit die Enterhaken. So. Ich glaube, die Flinte brauche ich jetzt nicht wirklich da drin. Die Schotti, die nehme ich auf jeden Fall mit. Ich weiß nicht, ob ich Scuba brauche. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wo ich mir aber sicher bin, ist, dass ich das Ei bitte erstmal hier reinpacke. So. Oh shit, ich muss ja ganz kurz gucken, die Deinonychus laufen unten. Alles easy, noch nicht so viel. Shotgun. Ich hätte gern auch noch Kletterhaken, aber dazu müssten wir auch erst ins Aberration-Gebiet. Deswegen, ich hoffe einfach mal, dass das so klappt. Otti nehmen wir mit, dann für mehr Artefakte. Essen haben wir. Trinken fülle ich nochmal gerade die Flasche auf. So. Die Werkzeuge nehme ich auch mal mit. Die Flinte. Das ist jetzt halt die große Frage. Brauche ich die Flinte? Ich will da drin ja eigentlich nichts zähmen. Also brauche ich die Flinte nicht. Nehme ich die Sniper mit? Kann nichts schaden. Kann nichts schaden. Sniperino mitzunehmen. Plus einen vollen Stack Mun. Tierchen, den Basilo, den brauchen wir da unten nicht. Das heißt, den können wir mal hier lassen. Den Baryonyx nehme ich sicherheitshalber mit. Ich weiß nicht, wir müssen irgendwo tauchen, so viel weiß ich. Ich weiß nur nicht, ob da böse Tiere drin sind oder nicht. Für den Fall, dass da böse Tiere drin sind, nehme ich auch noch mal ein Stack Armbrustpfeile mit. Ich darf mich halt auch nicht zu krass überladen. Dann kann mich ja halt kein Tier mehr tragen. Das bringt halt auch nichts. Die Gasmaske brauchen wir erst in der zweiten oder in der größeren Höhle. Ich gehe jetzt erstmal in die kleinere, die hier bei uns in der Nähe ist. Wenn wir einen Otter dabei haben, brauchen wir auch nicht irgendwie noch ein Rüstungsset oder so, ein zweites. Ein Schwert noch für Nahkampfgeschichten. Oder dann eher eine Pike. Schwert macht halt mehr Schaden, hat eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Pike hat die höhere Reichweite. Kann Dinos gut auf Distanz halten eigentlich. Ah, wir haben eine gute Armbrust, wir haben eine Schotti. Wir laden jetzt erstmal durch. So, hier kommt der Enterhaken drauf. So. Dann haben wir. Ja, die Kryokapseln, mein Gott, die wiegen nicht viel. 0,5, die tun nicht weh. Thylakoleo habe ich bei, Terizino habe ich dabei. Hier wollte ich nicht hin. Können wir bitte nochmal. So, drei Stacks Vitabeeren. Und jetzt bin ich halt echt schon schwer. 250. Okay, das geht noch. Das kriegen die Tiere auf jeden Fall getragen. War das nicht James May, Our Man in Japan? Das kann natürlich sein. Wie ich das einfach 10 Minuten später erst lese. Essen, 60 Fleisch. Trinken.
Heiltränke. Power Slugs. Und Power Slugs. Akku, danke für dein Prime-Abo. Hälfte schwache Heilmittel. Sind da unten Onik? Puh, ich weiß es nicht. Ich nehme es einfach mal mit. Mit der Zähne wollen wir da unten nix. Die Heiltränke packe ich mal. Ich packe die einfach mal auf die 0. Weil ich denke, dass uns da unten vielleicht keine Möwen begegnen, die uns beklauen. Hab ich alles. Ich hoffe ja, ich denke ja. Das heißt, wir werden jetzt die Adelheid nehmen. Das Megatherium brauchen wir in der Höhle definitiv noch nicht. Wo waren die? Die müsste in diese Richtung gewesen sein. In der Höhle sind auf jeden Fall zwei Artefakte. Eins ist relativ gut zu erreichen. Und für das andere brauchen wir dann theoretisch den Enterhaken. Das wird ein bisschen knifflig. Ich habe, wie gesagt, selber ist das erste Mal, dass ich in die Höhle reingehe. Wir gucken mal, was passiert. Wir gucken mal, was passiert. Marvin, danke für den Follow. Vielen, vielen Dank. Wir machen mal unser Spyglass an. Es ist halt immer gefährlich, mit nur einem Rüstungsset in Höhlen zu gehen, weil du hast immer Atropuera. Und wenn die dich anspucken, beziehungsweise wenn die dich treffen, dann zerfetzen die deine Rüstung vom Feinsten. Wo war die? Wo war die? Ich flieg mal, ich guck mal von oben. Ich glaube, das erkennt man. Ich hoffe, das erkennt man. Nee, das müsste hier weiter hinten sein. Jetzt geht das los, weißt du? Ich bin gestern noch dran vorbeigeflogen. Hab mir extra versucht, das zu merken. Ist das hier? Nee. Nee. Der Terry sieht nicht schlecht aus. Außer vom Level her. Da sieht der sehr schlecht aus. Wo ist diese Höhle? Ich meine, das war da, wo ich jetzt quasi mit dem Pfeil hin zeige. So, das könnte hier oben. Ist das hier oben drauf? Ich werte das als nein. Kinners, Kinners, Kinners. Tech-Para. Kann ich nochmal nur schwer dran vorbeifliegen, weil Free Electronic und so. Hier ist schon wieder Sumpf. Hier ist ja völlig verkehrt.
Ich hätte mich auch mal vorbereiten können, ne? Ich dachte eigentlich, ich hätte mich vorbereitet, weil ich dran vorbeigeflogen bin. An dieser Art Ruine. Und ich dachte eigentlich auch, ich hätte mir gemerkt, wo sie ist. Aber wäre, wäre Fahrradkette. Oder wie hat ein berühmter Fußballphilosoph mal gesagt. Okay. Hier unten durch. Wir werden hier wahrscheinlich noch ein paar Minütchen rumfliegen. Wo war die denn nur? Ich war mir so sicher. Ich bin mir oft so sicher. Und dann ist es falsch. Ich sollte aufhören, mir sicher zu sein. Ja, hier sind wir schon bei den White Cliffs quasi. Mehr oder weniger. Nee, das muss irgendwo, das muss hier. Ich muss halt die Stelle wieder erkennen. Wenn ich die Ecke sehe, dann weiß ich auch, was los ist. Ja, ihr könnt euch hier alle zerfleischen, das ist mir gerade scheißegal. Könnt ihr alle machen. Ich bin hardcore verwirrt. Bin mir so ultra sicher, dass das hier irgendwo war. Also wirklich mega sicher. Super, hyper, ultra sicher. Mein Hirn kann mich doch nicht ständig so enttäuschen. Text oder hier. Power Slugs. Hallöchen. Hallo Armin und danke für den Follow. Jetzt sind wir wieder da, wo wir eben schon waren. Was hängt da unten? Ach, das sind die Beehives. Da sind die Beehives. Wo fliege ich denn gerade rum? Ich bin hier, glaube ich, völlig verkehrt. Verflucht und zugenäht. Das kann doch nicht wahr sein. Armin, habe ich mich gerade bei dir bedankt. Ich bin hier so... Ich danke dir für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Bin hier so im Suchmodus. Und es bringt halt alles nichts. Bei der Base. Bei der Base, bei der Base. Da will ich aber gar nicht hin. Ich will nicht zur Base. Es ist unglaublich. Ich bin 37.000 Mal an dieser Ecke vorbeigeflogen. Es ist unglaublich. Hätte ich mir nur mal die genauen Koordinaten gemerkt. Nee, aber komm, auf die Karte gucken. Gucken, wo du, wo deine Position ist. Dann findest du das bestimmt schon ganz schnell wieder. Ja, am Arsch finde ich es wieder. Am Arsch die Räuber. Es ist so. Ich
weiß nicht, ob es was bringt, dem was. Oh ja, es bringt was, dem Wasser zu folgen. Nee. Ich hab's gar nicht gesehen. Irgendwer hostet. Warum werden mir die Hosts nicht mehr angezeigt? War doch ein Host, oder? Wenn es ein Host war, vielen, vielen Dank an den Horster. Hochhoster. Ich glaube, es ist eine Etage weiter unten. Halleluja! Meine Güte. Halleluja. Habe ich ein GPS dabei? Hab ich. Huh. 46, 8, 87, 2. Ist eine schicke Ruine. Wo es eigentlich recht friedrich ist. Hier ist es sehr friedrich. So, und jetzt? Mit was gehe ich rein? Auch seltene Blumen haben wir hier. Adelheid. Adelheid? Wir gehen rein. Erstmal mit Minty. Minty ist immer der Dino to go für sowas. So, und wir haben hier aber auch noch eine Explorer-Note. Die habe ich nämlich beim Drüberfliegen gesehen. Holy shit. Dilophosaurus. Der Dilo, die alte Kacksau. Der Early-Game-Nervkopf. So, und hier haben wir einen Button, den wir pressen. Ich habe keine Fackel mit. Ich gammer mal hoch, dann seht ihr wenigstens ein bisschen was und ich auch. Siehst du, irgendwas vergisst man immer. Ich könnte mir eine Fackel bauen. Ich könnte mir mehrere Fackeln bauen. Ihr hört jetzt einen kleinen Timer. Bumm, wir sind drin. Ist das für euch okay? Hallo, Ichimi. Hallo, hallo, hallo. Oh, warte mal, wir sind im Level aufgestiegen. 3 Level haben wir. Warte mal, ich gehe gleich nochmal raus. Ich baue nochmal Fackeln. 15k Leben. Dann gehen wir nochmal auf Damage. Wir können ja jederzeit wieder rein und raus. Das ist ja nicht wild. Was brauche ich für eine Fackel? Holz, Feuerstein. Holz, Feuerstein und Stein. Dann machen wir nochmal Uff. Holz. Irgendwo hier vielleicht ein Stein, auf den ich hauen kann? Ernsthaft? Kein Stein? Wirklich keiner? Da drüben. Steine. So. Nee. Fackel. Fackel. All the Fackels. Vielleicht nicht all the Fackels. Vielleicht keine 18. Vielleicht 3. Das reicht. So, dann kann das Stroh weg, dann kann das Holz weg, das Metall weg und der Feuerstein. Was habe ich jetzt weggeschmissen? Huh, unsere Scuba-Maske. Na klar. Das weg. Holz weg, Metall weg, Stroh weg, Stein weg. So. Und jetzt können wir die Fackel. Kann ich das? Nein.
muss den Sattel rausnehmen, ich muss die Fackel an den Sattel ziehen, muss den Sattel wieder ausdingen und jetzt haben wir eine Fackel am Sattel. Ist es nicht toll? So, jetzt bitte. Mit Fackel, ein Schultertierchen habe ich leider keins, also ein Licht, ein Lightpad. Hallo Firnen! Jetzt gehen wir aber mit Fackel und mit Gamma 3 rein, Freunde. Es geht sowas von drin hier. Ich weiß, dass hier schon irgendwo geheime Schalter waren, Fragezeichen. Aber alles in allem passiert. Hier passiert's. Hier passiert's. Wir sehen da unten schon alles. Elektrophorus. Oha. Da muss ich natürlich. Da will ich natürlich nicht. Ammoniten. Falle ich hier ins Wasser? Das wäre ja ultra kacka. Kann ich hier irgendwo auch fallen und bin an Land? Shit. Da geht's schon los. Oh, Fallschirm hätte ich mit. Fallschirme. Warte mal, ich will hier. Ich meine hier. Oder hier kommen wir raus später. Kann natürlich auch sein. Keine Schalter. Ich sehe keine. Ich meine, hier wären welche, aber egal. Ich spring mal rüber. Vielleicht sehe ich von hier drüben irgendwie mehr. Beziehungsweise mehr Möglichkeiten. Ich kann erstmal hier runter. Mit dem Thylakoleo ist das immer so eine Sache. Also wir kriegen ja schon generell sehr wenig Fallschaden. Und wenn wir uns einfach irgendwo runter, ja, fallen lassen, indem wir einfach nur runterlaufen, kriegen wir noch weniger. Wenn wir jetzt hier springen würden, dann würden wir mehr Fallschaden kassieren. No risk, no fun. Nice! So, hier sehen wir schon das Artefakt wabern. Es ist mal aufregend, sich in einer Höhle zu befinden, wo man selber noch nie war. Warum ist hier so wenig los? Warum sehe ich hier keine Atropluera? Warum sehe ich hier keine Onyx? Warum nicht? Und hoffentlich komme ich hier jemals wieder raus. Oh, Eurypterin. Hier ist richtig Assi-Volk unterwegs, weißt du? Richtig hart. Richtig hart Assi-Volk. Für euch sieht das ja im Stream so ganz okay aus, ne? Zum Glück hast du kein Schulter. Ich habe ein Schultertier dabei. Oder war das Ironie? Ja, dann würde ich sagen, erkunden wir doch mal die Höhle. Wo uns das alles hinführt. Hallo? Danke. Hier geht's nirgendwo lang. Terrorzwerg, danke für den Follow. Konnte mir gerade wieder schön hinter die Wand gucken. Ich will hier gar nicht so durchhuschen. Hallo, wir sind auf der anderen Seite. Hey! Huhu! Höhle geschafft! Links, rechts. Achso, hier geht's gar nicht lang. Yo, ich komme gleich. Hier wird wild rumgehupt. Ich muss los. Tschüss. Wieder auf der Seite. Okay, das heißt, hier geht es nur einmal rum. Ich weiß, dass es hier auf jeden Fall irgendwo eine Art Geheimgang gibt. Warte mal, hier runter sind wir noch nicht gegangen, ne?
Irgendwo hier muss man einen Fels weghauen, das weiß ich, um in einen anderen Gang zu kommen. Das könnte hier schon gleich der Fall sein. Was mich aber viel mehr wundert, ist, warum hier nichts los ist. Ist das hier normal in der Höhle? Dass hier wirklich so gar nichts ist? Macht mich doch gerade schon wieder skeptisch, dass hier wieder irgendwas nicht stimmt. Mit den Spawns auf der Map. Hier sollten eigentlich normalerweise Onyx ohne Ende sein. Warum ist hier nicht ein Gegner? Also von denen im Wasser mal abgesehen. Weil da drüben haben wir auf jeden Fall schon das erste Artefakt. Hier ist halt gar nichts. Eigentlich sollten hier 100 Millionen Onyx sein, gefühlt. Und hier ist halt nichts. Das ist jetzt ein bisschen schade. Das ist jetzt ein bisschen schade. Oh, das spawnt nicht direkt nach. Dürfte ich vielleicht eine Gamma-Stufe runtergehen? Ist das auch noch okay für euch? Ja, ne? Ich denke. Ich glaube, nee, ich glaube, jetzt sind wir auf Gamma 3. Vorher waren wir auf Gamma 4. Gamma 2 ist, glaube ich, Standardeinstellung. Weil für mich wird es halt sehr, sehr matt und sehr, sehr farblos, wenn ich das Gamma hochstelle. Und für euch ist das ja so noch okay. Gegner kommen erst nach... Echt? Okay. Dann, ja, ich könnte schwören. Oder ich hätte schwören können, dass es hier auch schon Gegner sind. Jetzt gehe ich wieder eins hoch im Gamma. Bist du das? Ich werte dieses als ein Nein. Huch. Setze ich da einfach drauf und stecke das Ding weg. Weg, 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 weg. Na, dann ist ja dieses Artefakt hier relativ einfach zu erreichen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, bin mir relativ sicher. Da unten ist auf jeden Fall schon mal Loot. Geht es? Ich glaube, wir müssen hier durchtauchen. Dann kommen wir auf der anderen Seite raus und da geht es dann weiter. Weil hier kommen wir nicht durch. Hier ist auch... Oder nee, hier kann ich ja nicht weghauen, ne? Würde mich jetzt hart wundern. Nee. Oh Gott, nur nicht stacken. Nur nicht stacken hier. So. Ja gut. Huch. Stirb. Das war aber ein Hochleveliger. Warte mal. Weil die Biester sind halt echt Scheißendreck gefährlich. Die haben auch Leben, die Sau, ne? Der Eurypterin. Ist da noch ein... Okay. Kommen Sie mit, Minty. Hast du die Fackel? Ist die Fackel... Bleibt die am Sattel? Ich hoffe. Ich hoffe.
Bertram, alter Haudegen. Lass mich mal. Danke. So. Und vielleicht so. Und vielleicht. So. Ist es nicht schön? Ich kann so gut Ark spielen. Ich weiß, ich sitze auf dem Baryonyx. Aber trotzdem sind halt die... Geht's hier wirklich lang? Hier geht's gar nicht lang. Hier ist einfach nur für den Arsch. Okay, hups. Gut, da hätte ich jetzt auch ohne den Baryonyx mal reingucken können. Es sah halt von oben so aus, als würde es... als würde es hier weitergehen. Tut's aber nicht. Ganze Munition, alles umsonst. Und den blauen Loot, ja, naja, gut. Ne? Hier vielleicht. Ich weiß, dass wir hier, glaube ich, irgendwo tauchen müssen. Da ist Wand. Wir nehmen aber noch mal kurz. Also wenn wir schon mal hier sind. Was ist das überhaupt für ein Artefakt? Artefakt des Brutalen. Tarke, danke für den Follow. So, bitteschön, Otti. Nummer 2 für dich. Vielleicht halten wir uns hier ja noch so lange auf, bis das dritte Mal nachspawnt. Sieht halt auch nicht so aus. Als würde das hier... Ist das auch wieder nur für Loot? Aber hier ist kein Loot drin. Sehr verdächtig. Ja. Junge! Da ist auch noch so ein Arsch. Ich glaube, ich habe viel zu wenig Mund mit. Ich glaube, ich habe viel zu wenig Munition mit. Hä? Oh, den treffe ich doch niemals. Voll, versteck dich doch einfach. Wo komme ich denn hier safe wieder raus? Also wenn ich denn dann einmal drin bin. Das muss ja dann, wenn dann, nach da hinten gehen, oder? Na gut, auf die Karte brauche ich gar nicht gucken. Die wird mir nichts. Die wird mir nichts sagen, weil sie nicht schon weiß. Hier ist aber auch nur... Hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's auch... Geht das am Anfang weiter? Also eier ich hier echt nur hin, um das Artefakt zu holen? Und hier geht's gar nicht weiter. Kann ja auch sein. Ich meine, ich weiß es halt nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht geht hier weiter. Geht hier. Oh, hier geht es auf jeden Fall tief runter. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Wir gehen mal auf die andere Seite. Da komme ich, glaube ich, besser an die Elektro. Ah, an die Aale dran halt. Scheiße. An die Aale. An euch, ihr Bastarde. Batz!
Oh, wie viele? Wie viele? Von diesen Scheißern. So. Können wir doch mal bitte kurz den Barry rausholen? Ich sag schon Barry, den Bertram. So. Bertram, kommen Sie ran. Können die Eurypterien mich abmounten? Ich weiß das nicht mehr. Holy shit. Nicht, dass ich hier gleich richtig kassiere, weißt du? Ich ziehe auf jeden Fall sicherheitshalber mal den ganzen... Die Ammoniten, die tun mir nicht so viel. Geht's hier auch nirgendwo weiter, oder was? Also irgendwo... Jetzt bin ich doch... verwirrt. Oder ich muss doch erst irgendwo den Fels weghauen. Also hier gibt's ganz... Hier gibt's safe zwei Artefakte. Sowas von safe. Sowas von safe. So, Minty, pass mal auf. Wir gehen mal nochmal. Wir gehen mal nochmal einen anderen Weg. Ja, mal gucken, ob hier irgendein Fels halt so aussieht, als würde er irgendwie einen Eingang versperren. Tut er aber nicht. Na. Boah, diese Stalagniten, ne? Nee, oder? Nee. Ich muss irgendwo erstmal tauchen. Ich gehe jetzt nochmal in das Becken rein, wo wir halt nicht drin waren. Vielleicht geht es da ja dann doch irgendwo weiter. Muss es ja. Muss es ja, muss es ja, muss es ja. So, ist hier noch irgendwas? Da hinten britzelt es auf jeden Fall noch. So, jetzt britzelt nichts mehr. So. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier immer komplett umziehe, aber hey. Halt auch nicht weiter. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Hier hinten, ha? Nee.
Bertram, bitte. Okay. Komme ich hier überhaupt wieder raus? Wäre schon ganz schön. So. Na bitte. Schön ist aber anders. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Das weg, das weg, bitte weg. Verwirrt. Hier ist doch nur der Loot drin. Da hinten ging es doch auch nicht weiter, oder? Nee. Wo habe ich denn Minty geparkt? Hier. Guck mal hier. Komm mal mit. Power Slugs. Hallo an alle am Rasli. Hallo Zero und danke für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Wer denn her? Out of nothing. Alter Assi. Einmal nachladen, bitte. Ja, Junge, zieh mal die Atemmaske wieder aus. Wo ist der Sattel? Da oben. Muss ich jetzt hier wirklich jeden Fels ausprobieren, ob er sie weghauen lässt oder hat? Auch die, die nicht so aussehen, als wären sie... Ja. Also auch die, die so aussehen, als wären sie Struktur... Und nicht abbaubar. Ich glaube einfach generell ist hier falsch. Habe ich so den Eindruck. Du kannst halt keinen Eingang verdecken oder so. Hier könnte, ist aber nicht. Hier nee. Geht's denn hier hoch eigentlich? Ah ja, das ist ja erfreulich. Könnte ich hier bitte wieder raus? So. Nö! Nö, nö. Eins weg, zwei weg, Steine weg. Ich weiß gar nicht, warum die Leute in Red Dead Redemption 2 so böse auf mich sind.
Ja, das weiß ich auch nicht. Wenn du auch Headshots verteilst, vielleicht mögen die das nicht. Vielleicht finden die das nicht so geil. Kinder. Ich weiß es doch auch nicht hier. Das war schon fast, das tut mir schon wieder weh, das war schon fast wieder zu offensichtlich. Ja, was soll ich sagen, ne? Was soll ich da sagen? Gesucht wird das zweite Artefakt in diesem Höhlensystem. Das wird gesucht, lieber Zero. Und jetzt sind wir zumindest schon mal einen großen Schritt weiter. Und wissen, dass auf jeden Fall die ganzen Tümpel da oben Nein! Los! Ich bin zu doof. Juhu! Einmal bitte einen Profi zum Mitnehmen, bitte. So! Jetzt flitzen wir hier mal durch, in der Hoffnung, dass das die einzige Engstelle war. Honig oder sowas sind hier immer noch nicht. Strange. So, hier müssen wir jetzt aber glauben. Hä? Nee, ich dachte gerade, weil hier wieder blauer Loot drin ist. Wir sind hier wieder beim gleichen Tümpel. Sind wir aber definitiv nicht. Nee, klar, einfach ein 100. Wut. Ich bin wütend. Ich bin so wütend! Ich könnte ausrasten, so wütend bin ich! Ich glaube, Wut macht mich attraktiver für noch mehr Gegner. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Sind hier jetzt nur noch Ammoniten drin? Alles Gefährliche ansonsten beseitigt? Dann. So, jetzt bin ich nicht mehr wütend. Alles wieder gut. Bertram. Weißt du, das ist wie Anton. Anton kommt halt immer aus dem Pokéball. Auch wenn Ash ein anderes Pokémon ruft. Vielleicht sollte ich Minty umbenennen in Anton.
Endon. So, geht's denn jetzt hier für mich weiter, oder? Auch nicht so wirklich, ne? Auch vielleicht soll ich auch einfach hier... Weißt du, weil ich weiß, oder weil ich zumindest der Meinung bin, nicht weil ich es weiß, weil ich der Meinung bin, dass wir irgendwo noch tauchen müssen, um weiterzukommen, verschwende ich jetzt hier Muni und verballere alles. Ja. Nur weil ich der Huch. Nur weil ich der Meinung bin, dass wir jetzt überall plötzlich tauchen müssen, um weiterzukommen. Völliger Lötzinn. Hier müssen wir nämlich jetzt tauchen. Ich bin ein Held. Ein echter, holy shit, wahrer Held. Dankeschön. So. Minty, ich befreie dich mal aus dieser misslichen Lage. So. Was ist das denn? Die Fackel. Plötzlich, suddenly, the Fackel. Ist the Fackel etwa kaputt gegangen? Ja, ist sie. Gut, die kann ich jetzt auch nicht reparieren, weil hier drin, glaube ich, Holz eher so Mangelware ist. Große, große Frage. Große, große Frage. Böse, böse Tiere. Boah, gut, dass ich Scuba dabei hatte, Kinders. Gut, dass ich Scuba dabei hatte. Ich sag es euch. Das hätten wir so nicht. Also überlebt hätten wir das so nicht. Also, nee. So. Jetzt hat der Onkel auch seine Onik und seine Gegner und den ganzen Scheiß. Sicherheitshalber baller ich mir jetzt mal so ein Ding rein, das schützt uns nämlich. Oh Gott. Heilige Scheiße. Boah, geh ich da lieber mit dem Teri rein? Wenn man hier übrigens runterfällt, ist Insta-Death. So viel weiß ich. Können wir mal kurz, danke, die Shoddy durchladen. Ach, Atropöra. Ja, ihr, eigentlich könnt ihr ja auch, eigentlich kann ich euch ja schön locken und ihr fällt da runter, ne? Einer, wie die Lemminge. Zwei. Drei. Da sitzt noch so ein Atropöra. Hab nämlich keinen Bock, dass der mir hier drin die Rüstung zerfetzt. Und ich glaube, hier haben wir auch ein... Nee, das ist in der anderen Höhle, wo wir auch ein höheres Dino-Level haben können. Und da ich mir jetzt das Heilmittel reingepfiffen habe, kann ich, soweit ich weiß, auch nicht... von Tollwut befallen werden. Es sei denn, die haben das rausgepatcht. Ich habe mal irgendwas gelesen, dass sie irgendwas in dieser Richtung gepatcht haben. Hier ist halt immer gefährlich, weil, wie gesagt, wenn du hier runterfällst, insta-tot. Da drüben sind die los, da drüben... Onik. Die los. Im Ernst spielen.
Hallo? Super Onik. Das ist Batman. Ich treffe ihn nicht. Unbesiegbar. Unbesiegbar. Ist halt echt so. Holy shit. Glaube ich das denn? Meine Güte. So. Ja, wie gesagt, erstmal hier ein bisschen aufräumen. Dann beißen wir mal zweimal in die Haxe. Dann heben wir für dich mal 3 Brocken Fleisch auf. So. Wo ist jetzt das Artefakt? Da oben ist auf jeden Fall Loot. Da drüben sitzen noch 3 Dilos. Ein Revolver und ein Revolver-Bauplan. Leck mich an die Füße. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Hier drüben ist noch ein bisschen Action. Saß dahinter gerade ein Atro? Ja, ist das. Level? Okay. Boah! Der kleine Assi. Noch so ein High-Level-Onik, den ich jetzt wieder nicht... Guck mal, die kannst du echt. Musst du immer versuchen, dass die frontal auf dich zukommen. Da wäre der Teri schon geiler. Der batscht halt einfach ein bisschen und dann ist gut. So! Jetzt ist hier aber bis auf die 3 Dilos da drüben clean. Wo ist jetzt das Artefakt? Oh, das ist hier super risky alles, ne? Komme ich hier jemals wieder heil? Gut, hier sind wir hergekommen. Startposition. Startposition. So. 3 Dilos weniger. Hier drüben sehen wir das Wabern. Das heißt, da muss ja auch irgendwo dann das Artefakt sein. Ich will halt hier nicht, es ist halt super gefährlich, das mit Dinos zu machen. Da oben ist es. Da oben ist es. Pass auf. Hast du irgendwas dabei? Nee, was ich unbedingt brauche. So, und rein zur Sicherheit. Rein zur Sicherheit. Auch wenn er dadurch seinen Dino-Tracker verliert, leider. Shit! Kann ich nicht. Kann ich ja nicht. Der hatte die Artefakte. Die beiden. Shit. Ich will halt vermeiden, wenn ich hier sterbe. Das ist kacke. Wenn ich hier sterbe, stirbt der Otter halt auch. Das ist so.
Das ist so. Warte mal, die Armbrust habe ich doch schon auf 3. Oh Gott, ich muss erstmal, ich habe auch schon ewig nicht mehr mit. Kann ich mal kurz gucken? Steht da die Bedienung dabei? Ja. Linke Maustaste einholen, rechte Maustaste abrollen. Wie lasse ich los? Kriechentaste von der Leine lösen. Easy! Ich sehe halt hier nichts, ne? Könnte ich mal ganz kurz dem Oddi. So, ich warte jetzt noch, bis das einmal respawned ist. Und dann frage ich mich, gibt es hier einen Ausgang? Ich meine, ich kann mich einfach wieder zurückporten. Ich hätte auch einen Teleporter mitnehmen können. Hallo Jarvis. Und hätte mir hier einen Teleporter hinsetzen können, damit ich immer wieder. Damit ich immer wieder hinporten kann direkt, aber nö. Ich habe jetzt. Man braucht ja kein Artefakt zweimal für eine Bossstufe. Also es sind 10 Artefakte, die sind alle so verteilt, dass du für Alpha, Beta, Gamma jeweils andere Artefakte brauchst. Das heißt, wenn ich hier jetzt zwei von jedem mitnehme. Ja, den Kommentar bezüglich der Kelchblüten habe ich gelesen, Jarvis. Das habe ich hier lesen. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass das auch nachspawnt, wenn ich hier stehe. Weil eins würde ich schon gern noch mitnehmen. Eins würde ich schon gern noch. Und so. Das wäre schon ganz schön. Und wenn wir wieder draußen sind, dann suchen wir mal das Artefakt im Eisgebiet, in irgendeiner Höhle. Ich habe im Moment absolut keine Ahnung, welche Höhle das sein soll. Ich habe ja vorhin kurz nachgeschaut, wo ich die ganzen Artefakte finde. Das vom Boden des Wyverngrabens haben wir. Das, in der Loothöhle ist kein Problem, das in den White Cliffs ist kein Problem. Ja, dann haben wir die drei in der Redwood-Höhle im Bau. Also The Lair heißt die Höhle. Ja, und dann haben wir das eine im Aberration-Gebiet. Und da natürlich auch nicht einfach mal easy zu kriegen, sondern wirklich ganz unten im radioaktiven Gebiet. Das wird nicht so einfach. Das heißt, es wird noch eine Weile dauern, bis wir die Bosse machen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal diese Höhle oder ich habe die Höhle hier schon mal gemacht und es würde mich ungemein freuen, wenn das Ding nachspawnen würde. Tut's aber nicht. Tut's aber nicht. Tut es das vielleicht, wenn ich. Wenn ich weggehe. Die Sache ist, ich habe keine Mod installiert, dass. Jetzt sehe ich das nicht. Ich habe keine Mod installiert, dass ich. Dass die Haken reusable sind. Schon ist es wieder da, siehst du? Ich darf da halt nur einfach nicht dumm rumstehen. Ich darf hier einfach nicht dumm rumstehen. So, Oddi, pass auf. Dann nehmen wir das zweite.
geben dir das auch. Wobei, das hätte ich jetzt eigentlich auch behalten können. Und dann hätten wir die Höhle. Wir haben hier Artefakt des Fressers und Artefakt des irgendwas. Ich habe es vergessen. Ach genau, Artefakt des Brutalen und Artefakt des Fressers. Sehr schön. Die Artefakte machen übrigens nichts. Ich habe immer mal wieder Fragen gekriegt, ob die irgendwas machen, was die machen. Die machen nichts. Die sind nur dafür da, die Bosse zu spawnen. Oder sich selber zu den Bossen zu porten, so muss man sagen. Na, normalerweise haben die einen Respawn-Schutz, aber eigentlich spawnen die das zweite Mal direkt wieder nach. Nur war ich offensichtlich hier zu nah dran. Das heißt, man muss hier einmal weggehen, dann wieder hingehen. Aber egal, wir haben zwei Stück. Das reicht mir, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich irgendwo irgendein Tier rumstehen. Nee, hab ich, warte mal. Ich gucke nochmal, ob ich alle im Inventar habe. Wir haben Bertram. Wir haben Thorsten, der nicht zum Einsatz kam. Wir haben die Adelheid und wir haben wir haben Mindy. Wir haben alle. Otti haben wir auf der Schulter. Können wir noch mal kurz in die Luft hauen, weil die Luft hier drin doof ist, dann die muss man hauen. Und dann haben wir's. Juhu, was packe ich hier? Fernbedienung weg, Junge. Fernbedienung weg. Ich gamma mal wieder runter auf Normalniveau. Ja, gut, ich gamma, machen wir es mal so. So. Auch euch lagern wir hier schön. Dann gucke ich mal, von welchem normalen Artefakt ich jetzt noch nicht zwei habe. Zwei davon, zwei davon, zwei davon. Wir haben nur eins. Ein Artefakt des Zerstörers und ein Artefakt des Felsens. Das heißt, ich hätte gern von allen erstmal zwei. Das heißt, wir machen ganz kurz. Können wir ja immer machen, schadet ja nicht. Wir machen ganz kurz einen Abstecher in die Loothöhle. Achso, warte mal. Ich muss auch erstmal noch einen ganz kurzen Abstecher. Weil die Ölpumpen sind immer noch ein bisschen buggy. Wenn man den Server direkt startet. Dann arbeiten die nicht ordentlich. Man muss erstmal sicherheitshalber die Dinger öffnen oder das Inventar der Dinger öffnen. Ich habe übrigens noch eine dritte gefunden. Hier hinten in der Ecke steht ja die zweite. Guck mal, ihr seht die jetzt auch mal. Ist das nicht toll? Ich öffne quasi einfach nur das Inventar bei den Dingern. Habe ich gerade das Artefakt? Ich wollte gerade, ich öffne das Artefakt sagen. So, und die dritte, die habe ich relativ frisch erst. Die steht hier unten in der Ecke. Das sind in der Höhle auch die einzigen drei Spots. Für Ölpumpen. So, Loothöhle. Dann nehmen wir das Artefakt noch mit. Dann fliegen wir noch einmal ganz kurz in die White Cliffs und nehmen da das zweite mit. Und dann gucken wir noch im Eisgebiet, ob wir da noch entsprechend. Pass mal auf. Ich gucke erstmal. Das Artefakt ist halt auch ein bisschen kritisch. Never ever. Wie habe ich ihn das geholt letztes Mal? So, heiliger Bimba. Gib her das Gerät. Meist weg den Fackelskin. Lass mich Adelheid reiten. So, siehst du, das ist jetzt direkt instant nachgespawnt, obwohl ich da gestanden habe. Da gestanden bin. Nee, da gestanden hab, ne? So. Weg, weg. Brauchen wir nicht. Nu? Habe ich von beidem schon Besseres, da bin ich mir sicher.
Oh, schon wieder nachgespawnt. Sehr schön. Da gestanden warst? Nee. Da gestanden gewesen sein tust. Weg. Nehmen wir mit, können wir runter grinden. Grindy, grindy. Da gestanden wärst. Ja. Bitte mehr. EQ-Sattel habe ich. Weiß ich nicht, ob ich unbedingt was Besseres habe, aber ich werde in diesem. Auf dieser Map wahrscheinlich keine EQs mehr zähmen. Also, ich meine, sie sind recht gute. Also, sie haben einen guten Gewichtswert, sie sind gute Bärenfarmer. Weg. Oh, muss ich die runtergrinden? Eigentlich nicht. Ich habe so viel Wolle. Da brauche ich nicht auch noch 1000 Kilo Pelz. Ja, ich kann steuern, auf welcher Seite ich absteige. Normal, wenn du nur E drückst, steigt er immer auf der rechten Seite ab. Du musst halt A drücken und dann E. Dann steigst du auf der linken Seite ab. Also Standard, ich meine, immerhin Bauplan ist okay. Ich sollte nicht zu enttäuscht sein. Immerhin Bauplan, aber nur 37 Rüstung. Das ist schade. Zwei kann weg. Wunderprächtig. Also eigentlich brauchst du nur A, um nach links abzusteigen, weil du standardmäßig immer nach rechts absteigst. Hab ich bis jetzt zumindest. Also ich habe noch nie D gedrückt zum Absteigen. So, zwei davon. Pass auf. Die Heiltränke haben wir nicht gebraucht. Ich packe erstmal wieder alles das, was verderben kann. In den falschen Kühlschrank. Du dahin, du dahin. Die... Wo ist sie denn? Hier. Die Knarre einfach wieder auf die Null. Armbrust und Enterhaken brauchen wir jetzt erstmal auch nicht. Ich weiß nicht, ich packe das jetzt alles wieder weg, weil ich vermutlich in diesem Stream die zweite Höhle nicht mehr machen werde. Weil das ein bisschen lang dauert. Also wir haben für die Höhle jetzt schon relativ lang gebraucht. Für die andere, das wird dann wohl ein extra Stream. Achso, warte mal. Wie sieht es denn bei euch eigentlich aus? Habt ihr super viel Leben verloren? Nope. Du auch nicht und du auch nicht. Okay. Prima. Dann... Flinte wieder auf die 4. Die Bärchen in den Kühlschrank. Die Scharfschützen-Mun hier rein. Die Munition lasse ich eigentlich meistens oder öfter einfach da, wo ich sie auch produziere. Ja, weil die Dinger meist genug Slots haben. So. Tirizino haben wir da noch keinen Bauplan, oder? Nee. Na gut, immerhin. Immerhin, immerhin. Ach ja. Dann kommen die Pfeile wieder hier rein. Du kommst in den Grinder und dann die Fackel. Wer hatte die zweite Fackel am Sattel? Das warst du, ne? Dann. Dann ist die wohl irgendwann abgelegt worden und ich hab's nicht mitgekriegt. Na gut. Dann kommst du halt wieder in Pokéball. Und das Ding reparieren wir mal schnell.
Pop. So, die können dann auch hier mit rein, damit ich sie beim nächsten Mal auch vergessen kann, verstehst du? So, dann schnappen wir uns, ich denke, Franziska, die haben wir ja noch nicht so oft ausgeführt. Und tingeln nochmal ganz kurz, wo war denn das Artefakt? In den White Cliffs. Ich weiß nicht, wir gucken einfach mal. Ich glaube, so schwer ist das nicht zu finden. Ja gut, gut. Wenn du mit dem Drake an der Wand hängst, mit dem Tyler Coleo, wenn du da an der Wand hängst, da siegt auch die Schwerkraft, aber da steigt man ja in der Regel auch selten ab, es sei denn, man will, dass die Tyler Coleo irgendwie an der Wand hängen oder die Drakes oder so. Ich glaube, da, wo ich drauf zufliege, ich glaube, auf dem Felsen liegt das. Nee. Ich weiß ja, wo es ist. Ich glaube, auf diesem kleinen, wo ich jetzt drauf zufliege, auf dieser kleinen Felsinsel, wie auch immer man das nennen möchte. Was, da war die Fackel nicht? Wo war die Fackel nicht? Ich weiß nicht, ich habe drei gebaut. Die eine ist kaputt gegangen, eine habe ich dann noch beim Baryonyx an den Sattel gepackt, aber irgendwie ist sie da nicht mehr gewesen. Ist ja auch nicht schlimm. Fackel ist ja nun nicht kein Verlust. Ich bin am überlegen, ob ich die Reusable-Mod noch installiere. Da ist das Artefakt. Also, das gilt dann für Bolas und für Enterhaken und für Fallschirme und eben auch für Fackeln, dass die einfach unendlich lange halten. Den Schwertskin habe ich bestimmt schon irgendwo rumfliegen. Siehst du, auch das ist direkt nachgespawnt. Holy shit. Ich will aber nur eins. Eigentlich können wir jetzt auch direkt Kurs nehmen aufs Eisgebiet. Das muss irgendwo, die Höhle soll irgendwo in der Nähe des blauen Obelisken sein, habe ich zumindest gehört. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Machen wir es uns einfach? Machen wir. Wir machen es uns super einfach und pochten uns zur Metallhöhle. Ach, ist die zweite Fackel noch? Können wir direkt mal gucken. Ist die Fackel noch auf Minty? Ja, muss ja, ne? Nee, hat auch keine Fackel mehr. Bei ihm hatte ich ja danach nicht mehr benutzt. Und, die kaputte Fackel war ja bei ihm im Inventar. Die habe ich ja dann eingesammelt. Und danach habe ich ihn, wenn dann, ohne Fackel benutzt. Ist ja auch wurscht. Ist ja nur eine Fackel. Das ist ja kein Drama. Ich fliege schon wieder hier hin. Weiß er mit mir? Hier ist der Ausgang, Junge. Oh Gott, jetzt mit dem Wivern. Geschafft! Bin zu gut für dieses Spiel. So! Einmal die Nase gerichtet und dann geht's los. Ja, es gibt ja mehrere Reusable Mods. Also da gibt's ja so zwei, drei Stück. Ich teste neue Mods immer. Also ich, wenn ich sie installiert habe, gucke ich immer, ob sie irgendwelche anderen Mods beeinflussen. Weil ich hatte ja im Projekt auf Center in der ersten Staffel, hatte ich ja eine HUD-Mod drauf. Weil das ARC-Standard halt einfach kacke aussieht. Aber die, da werden Core-Dateien umgeschrieben und die beißt sich jetzt mit der neuen S-Plus-Mod, beziehungsweise mit der Waffe. Also wenn ich die HUD-Mod installiert habe, dann funktioniert die S-Plus-Pistole nicht. Also ich kann das Ringmenü nicht aufrufen. Ach, ich glaube, warte mal. Ach, ich glaube, ich weiß, welche Eishülle das ist, beziehungsweise wo sie ungefähr sein könnte.
Der Eingang war irgendwo hier entlang der Felswände. Ist sie das schon? Nee, ne? Nee, hier geht's einfach nur zum Obelisken. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Nee, die muss irgendwo, ja, entlang dieser Felswand sein. Also hier, wo wir jetzt sind. Irgendwo da muss ein Höhleneingang sein. Ich habe nur absolut keine Ahnung, wo. Das heißt, wir fliegen jetzt einfach die Wand ab und gucken mal. Wie viele Yutis hier in diesem Eis? Das ist der Wahnsinn. Das ist der helle Wahnsinn. Hier ist an jeder Ecke. Steht dir hier ein Yuti auf den Füßen, wenn du nicht aufpasst? Und schreit dich an, wie der eben. Ich weiß nicht, ob der mich angeschrien hat oder irgendwen. Oder irgendwas anderes. Gut. Ja, wir müssen jetzt hier fleißig in den Wänden nach dem Höhleneingang suchen. Vielleicht ist der auch noch eine Etage tiefer. Ich weiß es nicht. Wir müssen die Äuglein offen halten. Nicht wahr, Kinder? Nicht wahr? Selbes Problem habe ich mit der Hacking-Mod und der Rehard. Ja, an der Rehard wird halt auch nicht mehr rumgebastelt. Also die wird auch nicht. Megalosaurus-Sattel und ein Schwert. Brauche ich auch nicht zwingend. Habe ich bestimmt schon Baupläne für Megalosattel. Und Megalos gibt es auch noch nicht. Im Aberration-Gebiet und auch generell auf der Map nicht. Ja, es gibt halt leider gar keine andere HUD-Mod. Also die Rehard war die einzige HUD-Mod und die war richtig gut. Da hast du richtig gut gesehen, bei wie viel Prozent du nun warst. Und es ist nicht hier dieses Blau, was du eigentlich kaum siehst. Zumindest wenn du irgendwie ein bisschen helleren Hintergrund hast und es ist halt einfach das räudigste HUD aller Zeiten. Wo ist die Höhle? Gleich mal kurz ein bisschen Ausdauer tanken. Ist das. Hier bin ich ja eben lang geflogen, ne? Oder? Hier oben waren wir auf jeden Fall noch nicht. Hier haben wir noch nicht geguckt. Ich hoffe, der Eingang ist nicht allzu nischig. Dass ich ihn auch gut sehe. Weißt du, wenn das so ein versteckter Höhleneingang ist, wie zum Beispiel bei der Ölhöhle, dann habe ich ja keine Chance, den wirklich zu sehen. Dann muss ich ihn ja kennen oder ihn durch Zufall entdecken. Jetzt sind wir schon wieder beim Obelisken. Ich glaube, hier beim Obelisken. Ich glaube, hier sind wir schon ein Stück zu weit. Hier unten könnte noch was sein.
schlecht aus. Nö, ich werde Genesis auch niemals spielen, weil ich es nicht einsehe, Wildcard noch mehr Geld in den Rachen zu stopfen. Dafür, dass sie keine Bugs fixen. Dafür, dass sie ständig nur Content rausknüppeln. Genesis werde ich niemals anfassen. Ich sehe keinen Höhleneingang. Huch. Hier, aber ich glaube, so versteckt. Ich erinnere mich an den Eingang. So halbwegs. Nee, hier bin ich ganz falsch. Hier bin ich ganz falsch. Ja gut, wenn du selten Bugs hast, ist das ja gut. Ich glaube, ich google gleich mal kurz den Höhleneingang. Dann machen wir das mit dem GPS. Mach ich mal eben, warte mal kurz. Warten Sie! Höhleneingang 15.5.27.3. Ich bin gar nicht so weit weg. Fünfzehn, fünf, 27, 3. Doch hier oben. GPS in der Hand. Ich bin nahezu direkt drüber. Go down? Oh, gefunden. Crazy! Hauptsache mir fallen Wölfe auf den Kopf. Kann ich da mit dem Wirrwarr reinlaufen? Ich werte das als ja. Komme ich hier mit dem Wirrwarr weiter? Das werte ich wiederum als nein. Tolle Sachen. Franziska, hast du tolle Sachen dabei?
Oh ja, so ein Juti-Gerät. Rest ist mir Wurst. So, nee. Ach je. Ha, ich komme durch. Eine Höhle ohne Gegner? Fragezeichen. Eine Höhle ohne Gegner. Ausrufezeichen. Ein bisschen Kristall. Ein Oh. Eine Explorer Note. Ich habe mich übrigens am Anfang gewundert, wo die herkommen. Die kommen durch die Valguero Extension Mod. Direwolf. Da sind die mit drin. Ziemlich cool. Das ist sich ziemlich cool. So, erstmal instant wieder da. So muss das sein. So. Der Otti kriegt eins, ich nehme eins und dann sind wir hier fertig. Wunderbar. Base. Und dann würde ich es fast auch für heute gut sein lassen. Jo, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 von 10 Artefakten. 3 sind noch in der Höhle im Redwood. Das wird auch noch ein Abenteuer, aber das machen wir in einem Stream, im nächsten Stream vermutlich. Und dann das 10. ist dann das im Aberration-Gebiet. Und ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Wahrscheinlich werde ich in also in einer normalen Folge dann ins Aberration-Gebiet gehen. Da müssen wir dann auch wirklich heimisch werden. Da will ich dann auch entsprechend die Aberration-Dinos zähmen, die es da gibt, auch fürs Farmen. Für Holz zum Beispiel die Roll Red oder ein Karkinos versuchen wir uns zu organisieren. Und all solche Sachen. Natürlich werde ich auch Tierchen von hier dann mitnehmen in der Kryokapsel. Selbstverständlich. Ne, Minty, du kommst auf jeden Fall mit. Oder Thorsten kommt auch mit. So. Dann würde ich das als erfolgreichen Stream abstempeln. Dann wird es richtig spannend, noch die drei Artefakte aus dem Bau zu holen. Die Höhle müsste. Ist auf jeden Fall im Redwood. Falscher Knopf. So kann ich euch das nämlich ganz cool zeigen eigentlich, wenn ich das HUD ausblende und unser Spyglass nehme. Ich weiß nicht genau, wo die ist. Es könnte hier sein. Ich vermute, es ist hier der Eingang. Und vorm Eingang dieser Höhle erwartet uns auch eine kleine Überraschung, die man aber umgehen kann. Kriegen wir bestimmt hin. Ja, das ist aber alles eine Geschichte für einen der nächsten Streams. Guti, dann würde ich sagen, wir belassen es für heute dabei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Kommt gut in die Woche. Und ja, lasst das Wochenende noch
in Ruhe ausklingen. Danke fürs Zuschauen, danke für die Follows, danke für die Subs. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wann der nächste Stream sein wird, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken, ob unter der Woche oder am nächsten Wochenende. Wir werden sehen. Für heute sollte das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, ciao.